Was machen denn die Jungs? Ja. Oh, da kommen wir auch noch hin. Hatschi. Oh, eine Quelle. Ach, wieder. Ach, ich über. Wieder zum Leben erwacht. Ich kann diesen scheiß Dialekt nicht. Aber als sie. Als Warumstand plötzlich versteinert wurde, ist das Wahnsinn gewesen, aber zum Glück haben. Aber zum Glück haben wir den Traum. Ja, sie haben rausgefunden. Dank Blank, der auf diesen kleinen Quellfluss gestoßen ist, bevor der Zarok die Karte gebracht hat und so. Und was jetzt, Chef? Wir können Blank nicht einfach und so. Ich weiß schon. Erstmal sollen wir anderen, die noch am Flussufer sind, von diesem Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen. Senna, geh sie holen. Und was Blank anbetrifft, es ist schon, ist wohl besser, wenn wir die Verstärkung des Waldes nicht aufheben. Ist das dein Ernst oder so? Damit wir uns richtig verstehen. Wenn es um die Rettung unseres Kameraden geht, ist es mir schnurzpiepegal, was mir oder was der Nebel, was dem was passiert. Dann, ich will nur sagen, dass Blank sich sicher keine Rettung wünscht, indem wir den ganzen verdammten Wald mit all seinen Drecksviechern wieder zum Leben erwecken. Und Cinder macht da irgendwas. Auch wieder wahr. Da gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen einen Weg finden, einzig und alleine Blanks Verstellung aufzählen. Doch ist es. Noch ist es nicht zu spät. Auf jeden Fall sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht. Verstanden oder so. Und so. Ja. Und. Sag mal, Sina, was machst du da eigentlich? Mit dem Kölsch, was? Mit dem Quellwasser Kaffee kochen. Ich suche nach ein paar Bohnen. Was? Du weißt, dass mit denen passiert, die nicht unverzüglich den Befehl des Chefs ausführen. Nee, was? Ach. Ja, ich versuche das gar nicht erst wieder nachzumachen. Dieser Dialekt ist zu krass, den er drauf hat. Okay, jetzt wollen wir aber wieder zurück zum Schloss. Da, da, da. Und wie viel. Oder soll ich nochmal ganz kurz bei der Schmiede vorbeischauen? Wie viel Geld haben wir jetzt? Ja, gerade mal 900, das lohnt sich noch nicht. Ich hoffe, dass wir nachher noch ein bisschen Geld kriegen. Super, da, da, da. Wir wollen zum Schloss. Lupido. Oh, fuck. So, Mist, da habe ich mich gerade glatt verschluckt. So. Ah, ne, geht noch von alleine. Ja. So. La 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 la. Bum 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 bum. War hier irgendwas? Ne, der Typ da hinten hat, glaube ich, nichts zu sagen. La la la. Aber bevor wir zum. Mal gehen wir erstmal hier hoch. Und gehen hier rein, weil hier können wir speichern. Da muss ich den ganzen Krempel nicht nochmal vorlesen. Und hier sind Truhen. Und hier ist Steiner. Was liegt an Steiner? Kerl, steckst du vielleicht wieder dahinter? Sag mir sofort, wo die Prinzessin ist. Jetzt mal. Jetzt mach erstmal mal. Ich bin doch gerade erst die Tür rein. Jedenfalls ist die Prinzessin nicht hier. Und das, obwohl ich sie gebeten habe, in diesem Zimmer zu bleiben. Kein Grund auszurasten. Sie macht wohl irgendwo draußen einen Spaziergang oder so. Welch leichtsinniger Unvorsichtigkeit. Hoppala. Schon auf der Reise nach Lindblum war die Prinzessin.
unzählige Gefahren ausgesetzt. Und du noch ein Spaziergang in dieser riesigen fremden Stadt. Noch dazu alleine, wenn ihr etwas zustoßen sollte. Aber mit dir kann ich... ich muss gerade meinen Sound ein bisschen leiser, das ist ja furchtbar. Aber mit dir kann man sich sowieso nicht vernünftig unterhalten. Ich werde sie, Prinzessin, also selbst suchen gehen. Ja, mach das mal. Geh du die Prinzessin suchen. Ich plünder hier ein bisschen. Kristallarmreif. Fuck, jetzt hätte ich mir keine kaufen brauchen. Ich hätte mich erst umsehen sollen, bevor ich zum Synth-Shop gehe. Und hier oben haben wir ja... Äther. Äther brauche ich ganz... Äther brauche ich hinterher ganz, ganz viel. Hier oben noch irgendwas? Hier ist nichts mehr, aber hier du. Machen wir erstmal Mocknet. Ah, das ist Mock. Ein Brief von Kumup. Hurra, hurra, vielen Dank, tausend Dank, Kopo. Skiskin hat mich besucht. Er sagte, er hätte einen Ort entdeckt, wo es lauter interessante Dinge gäbe und dass er da hingeht. Und dann war er auch schon wieder weg. Aber wo genau ist er hin, jetzt eigentlich hin? Lass mich wissen, wenn du etwas weißt. Oh, Stilskin? Stilskin. Oh, er wollte nach Lindblom. Ob er wohl ein Lindblom ist? Das weiß ich jetzt nicht genau. Wir speichern einmal. Lop. Ich speichere. Macht ihr es. Steckbar 2. Und wie immer, Sicherheit. Auch wenn mir das schon ewig nicht mehr passiert ist und what the fuck, ich bin eine halbe Stunde, schon zwei Folgen dran, ohne irgendwelche großartig Action. Yay! Aber das ist nun mal normal, das ist Final Fantasy. Da muss nicht immer nur Action sein, damit wird auch Story gegeben und man. Lilly, wo treibt sie sich bloß rum? Okay. Dann wollen wir mal. Wollen wir mal. Dieses Lied, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Diese Stimme, die Stimme von Lin, das kommt auf jeden Fall von oben. Okay. Hey, 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 hey. Ihr kommt nur mit ausrichtiger Erlaubnis deiner Exzellenz passieren. Schöner Mist, wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, komme ich an dem Typen da nicht nach oben vorbei. Wenn ich auch in Uniform ankommen würde, ließe er mich sicherlich einfach so durch. Und wir haben dieses schöne Lied im Moment. Ich mag das Lied. Ah, das ist auch so. Ah, das wird episch, wenn wir das Lied in voller Länge hören. Hey, schnell, wach auf. Ach ja, wir müssen zu dem Typen hier, um uns die Uniform zu leihen. Ach, wer, wie, was, wo? Da oben treibt sich ein paar verdächtige Kerle rum. Was, wo, zeig mir wo. Klar, komm mit. Nicht dort, hier in dem Zimmer. Ja. Und wir. Na warte, elendes Räuberpack. Hey, hey, was soll das? Und wir leihen uns mal ganz freundlich die Rüstung und sehen schäbig aus. Ja, wir haben Schnürchen. Hehehe. Diese Aufmachung kann ich den Aufzug benutzen, ohne dass mich irgendjemand verdächtigt. La 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 la. So. Und er macht das alles automatisch. Ich mache jetzt gerade nichts. Und wo sind die Klamotten hin? Wie auch immer. Wir gehen hier links hoch. Ich weiß gar nicht, ob man hier links hoch muss. Hm? Was, ein Mädchen? Ach, du meinst die, die vorhin die Treppe rauf. Die ist vorhin die Treppe rauf. Ja. Okay. So, den Typ müssen wir nicht ansprechen. Katze.
Yeah. Die ist irgendwie nicht gut drauf. Ein wunderschönes Lied. Wie hast du es bis hierauf geschafft? Das war eine meiner leichtesten Übungen. Ja, richtig. Sich an einem Schloss ent sich in ein Schloss hineinschleichen. Das soll für eine klein sollte für dich keine Herausforderung sein. Nanu? Boah, ist das hoch. Sieh mal, wie klein die Stadt von hier aus wirkt. Von hier oben wirkt. Hey, hier gibt's ja ein Fernrohr. Los, Lilly, da müssen wir durchgucken. Okay. Komm schon. Luk, Luk. So. Und wir können. Ja, wir können das entweder mit den Pfeiltasten machen oder so, wie ich es gerade mache. Mit dem Analogstick. So, und da? Ich bin mir nicht sicher, dass es in diesem Haus irgendetwas haust. Wenn wir demnächst mal in der Nähe sein sollten, können wir ja mal einen kurzen Abstecher machen. So, wir müssen uns alles angucken. Ein Fluss, der direkt am Südtor vorbeifließt. Wenn man den Fluss entlang geht, dann kommt man wohl zum Südtor. Und da oben. Südtor. Hey, ich kann das Südtor sehen. Ob sie wohl schon mit den Reparaturen angefangen haben? Das Tor haben wir ja ziemlich schrottreif gemacht. Das ist wohl eine ganze Weile außer Betrieb. Okay, dann da. Okay, man kann es jetzt nicht so gut erkennen, aber davor ist ein Chocobo. Dort ist ja ein Chocobo. Weil der Fragezeichen, Fragezeichen. Ob in diesem Wald wohl streunende Chocobos gibt? So, und jetzt müssen wir noch eine Sache. Da. Abos Gehörkette. Hinter diesen Bergen liegt Alexandria. Ohne Zweifel suchen sie nach uns. Ach ne, ich muss noch einmal auf der anderen Seite. Genau. Da. Bomissia wird von diesem Gebirge umgeben. Um nach Bomissia zu gelangen, muss man wohl diese Höhle am Bergfuß durchqueren. Lass mich doch auch mal durchsehen.